Gemerkt hat das eine Lehrerin. Die hat zu meinem Vater gesagt, der Junge muss Abitur machen, sonst kann er nachher nicht Kunst studieren. Mein Vater war Briefträger und hat einen Schreck gekriegt, weil ja dann der Junge kein Geld verdient. Und da war das dann in 60er Jahren, wenn da jemand Kunst studieren sollte, dann zog sich das ja alles noch endlos hin. Ne? Aber Gott sei Dank hatten die Eltern nicht prinzipiell was dagegen. Das war die Bedingung, dass ich vor dem Studium noch einen Beruf lerne aus der grafischen Industrie. Da habe ich mir Offset-Retoucheur ausgesucht. Es zielte geradlinig darauf hin, dass ich studieren kann. Da musste man eine Aufnahmeprüfung machen, die habe ich im Frühjahr 1961 gemacht. Noch mit der schönen Ermahnung, dass wir aber nicht in West-Berlin ins Kino gehen sollen in der Woche. Aufnahmeprüfung war in Weißensee, an einer Kunsthochschule. Da hatten wir sogar noch einen Professor dabei, der kam aus West-Berlin. Vogenauer hieß der. Und der hat an einem Tag probiert, ob wir mit einer Abstraktion auch was anfangen können. Der legte uns drei verschiedene Sachen hin. Ummantelter Draht, Holz, eine dritte Sache noch. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und da waren natürlich manche unheimlich ratlos und die bastelten dann und malten das an, wie jemand den Galgen hochkriecht und warum das? Naja, wenn er die Aufnahmeprüfung nicht besteht, erhängt er sich und so ganz naturalistisch. Ne? Und ich habe einfach bloß die Sachen probiert so zu belassen und mit dem Draht eine Spannung zu erzeugen. Das war ein bisschen wie ein Brückenbogen oder so. Jedenfalls hat es auch Spaß gemacht. Andererseits haben wir auch die DDR-Nationalhymne zu illustrieren gehabt. Das war auch nötig, 1961. Ne? In Berlin war ich ja nicht alleine. Da gab es Klaus Magnus, da gab es Konrad Knebel. Die haben alle, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen, die Lebensspuren an den Häusern von Berlin dargestellt. Und da war das auch quasi künstlerisch notwendig, dass man das abarbeitet, was man da an den Häusern erlebt. Da ist der Krieg mit bei, da sind die Schicksale der Leute mit bei. Da ist aber auch der optische Reichtum bei. Natürlich war jetzt von der DDR immer wieder gewollt, dass man die Neubauten auch darstellt. Aber Gott sei Dank gab es da auch einige Künstler, die das so gemacht haben, dass da so ein gewisser Widerhaken dabei ist. Also der Einstieg war einfach eine gewisse Vertrautheit mit diesen alten Fassaden. Ich lebte ja auch in Berlin und es machte einfach auch Spaß, diesen Spuren grafisch zu folgen. Und dabei war für mich die Aquatinta-Technik notwendig. Die hatte ich an der Hochschule noch gelernt bei Arno Mohr und die hat mir unheimlich Spaß gemacht, weil wenn man das wirklich erreichen will, gibt die Technik schon den Charakter des Verfalls oder der Verwitterung wieder. Er hat nichts Geglättetes. Aber irgendwann kam das Politische dazu und das wurde massiv durch die Nachrüstungsdebatte. Natürlich, in der DDR wollte man, dass die NATO-Raketen verschwinden und die Künstler sollten weg mit den NATO-Raketen oder mit dem Doppelbeschluss, das sollte weg. Aber ich finde, man kann Raketen ja nicht so gut unterscheiden zwischen Ost und West. Sie vernichten in jedem Fall das Leben, wo sie hintreffen. Und deshalb ist bei mir dieses Plakat entstanden 1981, das was hinten hängt, zum Beispiel eine MP als Kinderspielzeug im Papierkorb. Und später war das ziemlich schwierig, dass ich eine Druckgenehmigung für dieses Plakat bekommen habe. Da musste ich sehr lange mit unserem Kulturstadtrat in Pankow reden, also 1981. Immer wieder betonen, dass das kein Hinweis darauf sein soll, dass die NVA ihre Waffen wegwerfen. Es ist ja nur ein Kinderspielzeug. Ich bin einfach ein bisschen skeptisch, ob das gut ist für Kinder, so früh schießen zu lernen, wenn sie politisch noch gar nicht denken können. Und das hat er irgendwann eingesehen und mir die Druckgenehmigung gegeben. Das Ende vom Lied war dann, das Plakat war da, es war so ja schon abgebildet, es war so ja schon mit ausgezeichnet bei den 100 besten Plakaten. Und der gute Herr Kubitz, der mir die Genehmigung zum Drucken gegeben hatte, die Druckgenehmigungsnummer war ja wichtig zu DDR-Zeiten, musste seinen Posten verlassen und durfte nur noch Konzerte im Schloss Friedrichsfelde im Tierpark
organisieren. Also hatten wir ein richtiges Opfer dieses Plakates, war derjenige, der Stadtrat, der im Pankow mit die Genehmigung gegeben hat. Mir selber ist nichts passiert. Also Sie merken schon, ich kam zurecht und hatte Glück. Und habe später dann gehört von einem befreundeten Professor in Dresden, als unsere Tochter sich dort bewerben wollte und auch beworben hat und die Aufnahmeprüfung auch bestanden hat, die Begründung dafür, dass er nicht studieren konnte, war, ein Butzmann reicht. Naja, das fand ich nicht ganz so gerecht. Ne? Wie ist denn Kindergärtnerin geworden? Was ja auch ein sehr wichtiger und schöner Beruf ist. Aber eigentlich wollte sie was anderes werden. Ne? Seit 1986 wurde mir eine Ausstellung verboten. Und da war gerade Volkskammerwahl in der DDR. Und da kam ich beim Politbüro vorbei und dachte, ach, mit Schabowski redet doch denn immer mit den Leuten. Kann man nicht mal dazu einrichten, dass ich nach seiner Wahlveranstaltung in einem Betrieb, wo er dann mit den Arbeitern redet, ob er sich das mal von mir anhören würde, dass ich zum Beispiel meine Plakate nicht mehr zeigen kann. Und dann bin ich dann da hingegangen und habe gefragt, ob das möglich ist, dass der Genosse Schabowski mal mit mir redet, denn ich habe nur gehört, mir könne man nicht mehr helfen, sagten die Kollegen. Schabowski hat gebrüllt, vor Wut. Und dachte ich, nee, das möchte ich aber dann selber hören. Und dann bin ich da hingegangen und drei Tage später kriegte ich schon einen Termin. Verrückterweise, da war eine junge Frau und die war über meine Arbeit informiert und die musste das irgendwie mit organisiert haben, dass ich da mit so einer Mappe hinkam zu Schabowski. Gott, nee, einfach war das nicht. Ich habe ihm später auch gesagt, ich bin danach krank gewesen. Diese Berührung mit der Macht, die dann wirklich entscheiden kann, der darf ein Plakat drucken oder nicht, die kann auch krank machen. War schon verrückt. Ein Teil meiner Kollegen sagt, wieso kriegst denn du bei Schabowski einen Termin? Ich bin Genosse, bin in der Bezirksleitung, ich krieg keinen Termin. Da ich gesagt, musst du andere Plakate machen. Ich empfand mich nicht in der Art politisch, dass ich jetzt was gegen politische Gefangene in der DDR gemacht habe und so. Da fühlte ich mich erstens nicht berechtigt, weil ich selber nicht dazugehörte und weil ich diese Erfahrung auch nicht hatte. Hätte ich keine Bilder haben können dafür. Ich brauchte, um meine Kunst zu machen, die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der Armee, die reichte vollkommen aus. Das ist eine Grunderfahrung, dass man sagen kann, Krieg ist ungerecht. Ist immer ungerecht. Es gibt keinen gerechten Krieg, nur wenn alles vorbei ist. Mir hat ein Student aus West-Berlin von Hegemann das steinerne Berlin geschenkt. Das war ein kritisches Buch, was, oh, ich glaube, 1930 oder so erschienen ist, wie Berlin zur größten Mietskasernenstadt der Welt wurde. Und ich habe es damals gelesen, wie man eben so Literatur wahrnimmt. Und viel später habe ich begriffen, dass ich ja mittendrin lebe in so einer Stadt. Und das steinerne Berlin als Definition wurde mir so wichtig, dass ich eine Mappe, die ich zu Berlin machen wollte, natürlich steinernes Berlin hieß. Und vorne ein Zitat von Hegemann. Und natürlich war es für mich nur Ostberlin. Damals kannte ich nur Ostberlin. Aber man kann nicht das steinerne Berlin machen, und ohne die Mauer darzustellen. Und da habe ich so nah rangegangen, wie ich optisch nur rangehen konnte. Und habe nur die Struktur, die sich ja sehr gut eignet für Aquatinta, benutzt, um den Beton darzustellen, nur mit einem kleinen Streifen Himmel oben und unten den Schienen, wie sie an der Bornholmer Brücke genau an der Mauer lang führten. Und war es, oh, jetzt weiß ich ja nicht, eins der Blätter richtig nötig. Und da wäre ich mir fast wie ein Lügner vorgekommen, wenn ich die Mauer weggelassen hätte. Und deshalb konnte ich eigentlich immer sagen, da bei dem Titel konnte ich sie so nur darstellen. Und ich habe, wenn ich die Mappe ausgestellt habe, fast immer mit dieser Mauer ausstellen können. Und es wurde auch gar nicht diskutiert. Nur in den paar wenigen Ausnahmefällen, ich glaube in Naumburg war das,
wo das Blatt weggelassen wurde, aber unter der Bedingung, die Titelseite, wo alle Titel aufgeführt werden, muss ausgestellt werden, sonst mache ich die Ausstellung nicht. Ne? Also, da man sich darauf verlassen konnte, die Leute nicht so gründlich geguckt haben, ging das auch durch.